Die einfachste Vorstellung ist wahrscheinlich tatsächlich, dass man sich das so vorstellt, wie als wenn ein Radioreporter das Spiel beschreibt, nur dass wir als Blindenreporter viel genauer sein müssen. Also wir müssen viel mehr Details rüberbringen. Wird der Ball mit dem rechten Arm geworfen? Geht er rechts unten neben den Pfosten rein? Von wo genau wird er geworfen? All das muss halt beschrieben werden für die blinden Nutzer, die wir dann eben hier dabei haben, damit die genau diese Bilder im Kopf haben, um genau zu wissen, was passiert. Also wir müssen permanent, ohne Pausen reden, mal eben so eine Statistik nochmal durchrattern und da nochmal ein bisschen was rund um die Halle erzählen. Geht halt weniger, weil dann ist es für die Blinden wirklich so, dann sind sie halt blind. Dann wissen sie nicht, was passiert. Und deswegen heißt es 60 Minuten plus X, plus die Auszeiten durchsprechen. Und das machen unsere Reporter aber ehrlich gesagt bei dieser WM überragend. Also wir hatten in Berlin einen Schnitt von 7-8 Nutzern und tatsächlich waren wir aber direkt hier in der Hauptrunde in Köln, direkt am ersten Tag gegen Island ausverkauft. Wir hatten 20 Nutzer am Ende da. Es waren mehr Nutzer da als Tickets, weil wir tatsächlich in der Halle selbst auch noch Blinde hatten, die dann zu uns kamen, auch noch Geräte bekommen haben. Überall in der Halle war es empfangbar. Und dann hatten wir letztlich inklusive der Begleitperson 40 Plätze hier in der Arena voll. Das Bild, was andere sehen, schreiben die uns in Worten, Bildbeschreibung, und dadurch können wir das Spiel dann halt auch erleben. Ne? Ich muss sagen, also ganz gut. Ne? Ja. Und die Halle trägt einen natürlich auch noch mit. Ne? Ich gehe da immer voll mit, also das macht mir totalen Spaß. Ne? Ich finde das eine ganz tolle Sache. Die gehen voll mit, ne? Also die sind, wenn das ja gegen unsere geht, ne, die sind voll dabei. Ne? Ja. So muss das auch sein, weil sonst wäre das auch langweilig. Das muss uns ja über die Ohren erreichen. Ja, dann kommt Feedback, wie das einfach nur geil, da teilhaben zu können. Und genau das ist ja auch der Grund, warum wir es mit Tor, mit diesem Projekt, mit diesem Zentrum für Sehbehinderten- und Blindenreportage in Kooperation mit dem Handballbund eben eingerichtet haben.